Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchvorstellung. Ich habe es auch endlich gelesen, und zwar Das Juwel, die Gabe von Amy Ewing aus dem Fischer Verlag. Ich verlinke euch das Buch natürlich wie immer unten in der Infobox. Gekostet hat es 16,99 Euro, ist der Hardcover. Und ich habe es wie immer nur deswegen gelesen, nicht wie immer, aber doch, eigentlich treffen genau die zwei Punkte zu, aus deren Gründen ich Bücher lese. Das Cover hat mir gefallen, ich habe es ständig auf Instagram gesehen. Ich habe es auf Instagram gesehen zu der Zeit, wo ich den letzten Teil der Selection-Reihe noch nicht gelesen. Also den vorletzten Teil der Selection-Reihe gelesen habe. Und irgendwie dachte ich, es ähnelt sich vielleicht ein bisschen. Es ähnelt sich minimal, eigentlich. Ja, minimal. Es ähnelt sich minimal in der Geschichte, aber der Schreibstil ist ähnlich gut. Ich hatte keinen Plan, um was es ging. und zwar geht es um... Moment, wie heißt sie? Ach, es ist schon so lange her. Wie heißt denn das Mädchen, um das es geht? Auf jeden Fall, ach, das kann ich euch hier mal im Buch zeigen. Das erklärt die Geschichte eigentlich auch ganz gut. Es gibt die große Mauer, die dieses Land, nenne ich mal, vor Gefahren von außen abschirmen soll. Dann gibt es hier diesen Außenbereich, hier die massive Steinmauer, die die einzige Stadt umgibt. Sie schützt die Einwohner vor dem wilden Meer dahinter. Ich denke, im Laufe der Reihe wird dann noch rauskommen, wovor die Mauer eigentlich schützen soll. So, und dann hat man halt hier außenrum den Sumpf. In diesem armen äußersten Kreis hausen die meisten der Bewohner, die in den anderen Kreisen arbeiten. Unter anderem auch Violet, um die es in diesem Buch geht. Violet hat nämlich eine bestimmte Begabung, um die es hier geht. Sie ist ein sogenanntes Surrogate. Sie kann den Nachwuchs des Adels zur Welt bringen, weil die adligen Frauen durch Inzucht oder weiß der Kuckuck können die keine Kinder mehr zur Welt bringen, aber diese Surrogates, und die werden dann quasi befruchtet, um den Nachwuchs des Adels auszutragen. Und jedes Mädchen aus dem Sumpf muss halt zu einer Blutuntersuchung, und wenn halt rauskommt, dass sie ein Surrogate ist, geht sie dann zum Beispiel nach Southgate. Es gibt, glaube ich, 4 dieser Einrichtungen für die Mädchen. Es ist eine Verwahranstalt, in der Violet seit dem Beginn der Pubertät zu einem Surrogate ausgebildet wird. So, und dann gibt es halt im inneren Bereich dann noch, gibt es die Farm, die erklärt ziemlich deutlich, wer dort arbeitet, den Schlot, dort sind halt die ganzen Fabriken, die Bank erklärt auch, wer dort arbeitet, und dann gibt es das Juwel hier ganz in der Mitte. Auf einem Hügel im Zentrum der Inselstadt erbaut ist das Juwel der Sitz der herrschenden Klasse. Und dort wohnt halt der Adel, wo Violet dann nach ihrer Ausbildung in Southgate hinkommt. Sie muss da erst zu einer Versteigerung, also die Mädchen werden, die bekommen Nummern, ihre Namen können sie vergessen, und die werden dort wirklich von Frauen ersteigert, sie werden wie Ware behandelt, für die sind es nichts anderes. Und die Aufgabe der Surrogate ist, wie gesagt, den Nachwuchs dieser Frauen zur Welt zu bringen. Das hat wirklich nichts mit Liebe zu tun, die werden auch nicht gut behandelt, die werden dort an Leinen gehalten, die dürfen im Grunde nur sich frei bewegen, soweit sie entsprechend auch gehorchen und so. Also es ist wirklich schon sehr, 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 sehr krass. Und Violet, die will das natürlich nicht so mit sich machen lassen und stößt auf eine, ich nenne es mal Widerstandsbewegung, die Mädchen aus dem Juwel befreien wollen. Leider geht dann kurz bevor sie befreit werden soll, vieles, vieles schief. Unter anderem verliebt sie sich. Sie wird auch 2-mal befruchtet. Und im Endeffekt rettet sie dann lieber ihre beste Freundin, der es sehr, sehr, sehr viel schlechter bei ihrer Herrin geht als sie selbst, als ihr selbst. Und es ist ein mega gemeiner Cliffhanger. Also der Cliffhanger, der lässt eine Person aus diesem Buch in einem völlig neuen Licht erscheinen und wirft so viele Fragen auf. Und dann habe ich natürlich, als ich das Buch beendet habe, sofort nachgeschaut, wann der zweite Teil rauskommt. Der kommt, glaube ich, jetzt im Winter auf Englisch raus. Ich möchte es aber nicht auf Englisch lesen. Ich meine, ich würde es natürlich im Groben verstehen. Aber mir, wenn ich es auf Englisch lese, entgeht mir dieser fesselnde Schreibstil von der Autorin halt. Irgendwie.
Ist einfach so. Und deswegen im Sommer 2016 kommt dann, glaube ich, der zweite Teil. So lange kann ich auch noch warten. Und da freue ich mich dann mega drauf, wenn es weitergeht. Ich bin froh, dass ich das Buch gelesen habe, dank Instagram und dank den vielen Leuten, die ich dort folge, die immer so tolle Bücher posten. Ihr habt das Buch sicherlich auch schon gelesen. Dann könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob es euch auch so gut gefallen hat. Es weist so diverse Parallelen zu anderen Büchern auf. Ich habe so Parallelen gefunden zu Panem zum Beispiel. Auch so ein bisschen zu Selection, halt mit den tollen Kleidern. Und ja, es ist nichts total Neues. Man kennt das auch so, dass Städte so ineinander eingeteilt sind, dass die Leute so in Kasten leben. Aber es hat mir dennoch sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!